Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 185. Ja, jetzt sind wir hier in der Gruft des Schneefelds. Wie heißt das Ding? Steht meistens da, ne? Geweihtes Schneefeld, Katakomben, genau. Also das ist der Horror gewesen hier, das geweihte Schneefeld. Oder ist es nach wie vor, weil man halt nichts sieht, ne? Das ist natürlich der Albtraum. Ah, da ist Wasser. Können wir da runter? Sieht nicht so aus, ne? Ich lasse es lieber. Aha, ihr seid hier. Okay, naja. Oh, ja, auch hier halten die ziemlich viel aus. Aber die droppen vielleicht auch ganz gute Steinchen. Ach du Scheiße, hier ist natürlich Eis, ne? Anstatt Feuer vorherrschend. Das vorherrschende Element. Hier sieht nicht, was ich schlimmer finde. Das ist, glaube ich, beides schlimm. Okay, da ist noch ein Eingang. Linker Hand. Jo. Fängt schon gut an. Okay. Oh. Bin beeinträchtigt, glaube ich, durch Frost. Das war ja früher mal so bei Dark Souls, weiß ich noch. Dark Souls 3. Ah. Das geht natürlich noch nicht auf, ne? Wir brauchen erst, genau. Oh, hier ist auch Marikas Pfahl. Das beeinträchtigt einen hinsichtlich der Ausdauerregeneration, ne? So war das immer. Frostschaden. Ich glaube, das gab es ja auch erst in. Genau, von da sind wir gekommen. Gab es ja auch erst seit Dark Souls 3. Na, kommt hier noch einer runter? Ne. Hier ist nix. Okay, aber gut. Ich könnte mal von hier aus hochkommen. Ja, kann ich jetzt drauf springen? Genau. Super. Oder auch nicht. Den hat es von den Socken gehauen. Ah, halt nur mal unten. Geht es automatisch denn wieder hoch, oder was? Hat so einen Anschein, ne? Komm, fahr hoch. Ah, muss richtig raufspringen. Auf jeden Fall ist hier ein Gegenstand wieder was Schönes. Verjüngende Boli. Oh, was machen denn die? Aha, die habe ich noch nie eingesammelt, glaube ich. Das ist, glaube ich, gegen diese Fluggeschichten. Na gut, hier geht es sowieso nicht weiter. Geht das wieder hoch? Okay, dann gibt es hier nur einen Weg, ne? Und der geht... Was ist das hier eigentlich? Das Arme, ja, ist doch gut. Wollte es eigentlich nicht springen. Ich konnte die Steuerung. Wir werden nicht mehr warm. Ach, scheiße. Au. 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 Oh. Oh, der nimmt Schaden, glaube ich. Das hoffe ich. Und dennoch die Ätz immer dazu, ey. Das ist so ätzend. Wie heißt sie auch Ätz? Weil sie ätzend sind. Oh, was haben wir da schönes. Oh Gott, das wird wieder sehr, sehr... Nee, das lasse ich aber mal aktiv hier. Genau, aus dem Grund. Oh, der versteckt sich aber gut, wa? Der Wächterhund. Der nicht wie ein Hund aussieht, sondern mehr wie nach einer Katze, finde ich so, ne? Nee, jetzt auch weiter, okay. Oh, der macht ein bisschen Magie. Nimmt der auch Schaden? Ja, na gut, die Säulen sind hier echt praktisch. Ja, er scheint Schaden zu nehmen. Ja, dauert halt Jahre, bis der tot ist. Kann man ihn erstmal anlocken irgendwie? Komm! Na, der ist nicht ganz so doof, wie er aussieht. Nimmt der jetzt Schaden oder nicht? Er hat ja selber Frost. Das ist dann vielleicht relativ resistent. Au, war sind vorbeigeschossen. Ah, doch, der nimmt schon Schaden, aber dauert eh. Vielleicht halt gegen Frost nicht so oder relativ resistent ist. Nicht so anfällig ist wohl jetzt, ne?
Ja. Gut, möchte auch nicht so viel Lebensenergie verlieren, ehrlich gesagt. Au! Wald regeneriert sich halt hier nicht in den Höhlen, ne? Dann noch mal rein in die Wolke. Hier bin ich. Au! Eins trifft immer, ja. Er rennt da nie so richtig rein. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Feuer macht da, glaube ich, bei dem mehr Schaden oder würde mehr Schaden machen. Apropos, ihr könnt mir Feuerfett oder so drauf tun, ne? Boah. Au. Na gut, jetzt sag ich hinüber. Ja, das war. Hat doch ein bisschen was gebracht. Okay. Gut, jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. Warum hat sich das gedreht auf einmal? Geh mal runter. Nein, jetzt geht's höher. Spalt's oben rum. Und unten. Oh, was denn das für ein Mist? Kann man nicht ganz runterfahren lassen? Nee. Fährt nur hoch und runter. Okay. Also kann man das steuern und den dann killen. Na, ich verstehe, ich verstehe. Gut, jetzt gibt's da einen Gang und hier einen Gang. Wo der saß hier in der Ecke, gab's nichts, ne? Nee. Gut. Ich weiß nicht, ob das uns nützt. Kann man vielleicht noch zu seinem Vorteil irgendwie... Ach du Scheiße, aua! Und der wirft. Oh, diese miesen Fallen, ey, von den Biestern, ey. Die hasse ich ja an erster Stelle. Weil die auch so viel aushalten. Guckt euch das an. Immer wieder hart. Diese Kämpfen. Wenn die so viel Power haben. Oh, jetzt ja auch noch weiter. Oh, jetzt hat es kurz geruckt. Oh. Hat er gerade geladen. Den Rest des Dungeons, oder wie? Macht es Sinn, da lang zu gehen? Gegner voraus. Ja, das denke ich mir. Davon geht mir mal stark aus, ne? Aber ich gehe erstmal hier lang. Irgendwo muss ich ja lang. Oh, ich habe was bekommen. Och, nö. Nicht noch einer von der Sorte, bitte. Wichtkopf. Mal einen neuen Wichtkopf bekommen. Au. Na geil, hätte ich mir denken können, dass das Schaden macht. Ich wollte noch das Pfeilchen einsammeln. Endlich ist auch noch was. Gut, haben wir alles. Menschenknochensplitter. Ach, den lasse ich links liegen, Leute, oder? Das kostet mich jetzt zu viel Lebensenergie. Gegner voraus, witzig. Och, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Och, nö. Die kennen wir doch auch. Die Reinfäule-Typen. Und der läuft eine denkbar kleine Route. Seiner Patrouille. Scheiße, Mann. Ah, ich kann nicht mehr wechseln, ey. Ich hab echt verlernt. Gut. Ich bin 4000 jeweils. Geile Nummer, ey.
Hui. Starke Gegner. Ah. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ja, das haben wir uns jetzt selber. Oh, das hätten wir uns vielleicht erleichtern können, den Kampf gegen den. Wo können wir da nach links? Sauf erstmal. Kaum mehr was, ey. Scheiße. Ah, ich dachte mir. Ah, scheiße. Boah, macht das Schaden, ey. Weg, weg, weg. Ist ja schlimmer als Feuer, eigentlich Frost. Wer hätte es gedacht, ey. Och Mann, lass mich doch mal auszählen. Scheiße, das war doch schön. Mit unserer Lebensenergie. Ja, gib mir mehr Lebensenergie und ich mache euch das Spiel hier, ne? Das ist kein Problem. Ich fress halt leider zu viel Schaden. Natürlich, da jetzt ja auch lang. Ach Mann. Okay, ey, das ist jetzt zum Gott erbarmen, ey, die Scheiße. Warum hab ich den bloß so hochgestellt? Ach, da oben ist das Ding, okay. Ach, hab ich doch gar nicht gedrückt. Okay. Geht's da drüben auch lang? Einfach mal mehr aufpassen, ja. Na gut, hier wird kein Gegner sein. Sollen wir mal in die Blase um uns herum? Nehmen wir nicht gleich so viel Schaden, oder? Naja. Da könnten wir Gegner anlocken, rein theoretisch. Weg! In der Bad. Ja, naja. In meine eigene Falle gerannt. Oh, scheiße, Alter. Was ist das, ey? Ah, ich dachte mir schon, dass der heftig wird, der Dungeon. Ne? So ist es nicht, aber joa. Ne? So, der kleine Bastard da. So. Da haben wir dich. Du etwas. Oh. Der ist ja jetzt unten. Ach so, habt ihr ja unten. Ich muss jetzt aufpassen, ey. Ich muss jetzt wirklich besser haushalten mit meiner Lebensenergie. Das bringt sonst nichts, ja. Ne, da war ja nichts. Ah, da war auch kein Gang und so. Ne, hier geht's offiziell weiter, genau. Orientierung erstmal wieder abfragen, ja. Na gut, der Große dürfte ja weg sein da jetzt, ne? Macht ja auch schon was aus. Scheiße, Alter. So soll es nicht aussehen. Ne, der ist ja wieder da. Och nö, oder? Ihr wollt mich doch echt rollen. Ja, ich lasse ihn jetzt eh links liegen. Nee, ist der andere Gang. Oh nee, das ist der falsche Gang. Oh Gott, sind das viele. Ach, ich hätte weitermachen sollen. Also noch mehr. Wow, gut. Ich hab sie mal getroffen. Das passiert, wenn ich Gegner treffe. Super. Aber gut, einsammeln können wir das für alle Fälle schon mal. Ich beteilige hier einen neuen immerhin. Was? Nach oben? Ja, das weht da durch. Durch die Wand. Was ist das? Ah, hier muss ich aufpassen. Ich sehe ja nicht durch. Hier geht es also offiziell auch weiter. Okay. Na, ich warte erstmal, bis er in die Richtung speit. Oder sollte ich lieber den runterlassen? Ich meine, kann von Vorteil sein, wie gesagt. Na, aber hier waren wieder Wichte. Ja, und das Ding bläst mir in den Rücken. Ist der Nachteil, dass ich das runtergestellt habe. Ach du Scheiße. Gut. Genau, da war ja nur der, aber ich mach den trotzdem erstmal kalt hier, dass ich. Oh, die falsche Taste gedrückt.
Moment. Muss nochmal gucken. Genau. Das war der Fall. Sprung. Oh, ist der Vogel wieder, ey. Oh nein, ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ja, ich dachte, ich kann irgendwie. Ja, endlich mal. Das wollte ich nämlich. Oh Gott, die halten so viel aus. Heil dich. Na, ich lock den mal raus. Kommt der hier durch? Schafft er das? KI-mäßig? Ja. Sorry, ich wollte dich beleidigen. Oh, hier sehe ich noch nicht. Die haben schon geile Fähigkeiten. Das ist auch so eine Asche halt. Ne? Aua, ja, immer durch die Wand. Das ist halt so mistig, ne? Du siehst die Typen nicht und ballern alle durch die Wand durch. Ja, mach mal. Komm hierher! Ey, das ist ja eine denkbar dämliche Position, jetzt gegen den zu kämpfen. Ja, jetzt kommt er mal raus, oder? Mhm. Na, jetzt. Zumindest jetzt, okay. Ist doch nicht wahr. Der ist doch tot. Hm, jetzt wollte ich mal einmal die Spezialfähigkeit. Na, die brauchen eine Weile, ne? Das dauert leider sehr lange. Boah, die kleinen Ressourcen. Was dafür drauf geht, ey. Für diese Gegner. Oh, ist das ätzend. Oh, stimmt ja. Weil ich auch so eine Fehler mache. Ah, scheiße. Na gut. Jo, das ist ja schon fast wieder der nächste Aufstieg. Naja, ein bisschen dauert es noch, aber... Egal, Leute. Jetzt mal Ruhe ins Spiel bringen. Oh, jetzt ist es unterirdisch. Kann der mich verletzen? Oh, hier hinter ist der nächste reinfeuerte Typ. Das sind zwei. Das sind zwei, oder? Da sind zwei reinfeuerte Typen. Ach du Scheiße. Und da unten ist der Dings. Deswegen soll man das Ding hier hochstellen. Okay, ich hab's verstanden. Das macht nämlich Sinn. An der Stelle. Ja, um hier Ressourcen zu sparen irgendwie in den... Die Boss-Tür aufzukriegen, irgendwie. Mann. Ich fall immer wieder drauf rein, ey, diese Scheiße, ey. Wie soll man das denn schaffen? Ist er jetzt lang? Trifft er den? Ja, er trifft. Das sah gut aus. Jetzt bin ich falsch. Ah, nein. Zu dem will ich nicht. Da ich alles gelootet. Eieiei, diese Katakomben immer wieder, ey. Ja, weil denn da zwei sind, also Leute. Ah! Ich vergesse das auch immer wieder, ja. Warum kann es nicht, bevor ich da reinrenne, eskalieren? Nee, jetzt eine ganze Weile nicht, ne? Nichts, nichts passiert. Immer denn, wenn ich renne. Scheiße.
pustet in alle Richtungen. Oh Gott. Oh Gott, nee. War schon wieder gleich tot, ey. Also sprich, ich habe keine Ressourcen mehr. Ja, ja. Na, jetzt sind sie doch fast tot. Weiß nicht, weit die Scheiße geht, ey. Na gut, das Wahnsinn. Ich möchte erstmal loswerden. Vorübergehend zumindest. Komm ich da nach oben? Na, sieht so aus. Mein Lieber, nee, ich muss sogar nach oben. Moment, ich hab wieder kein Licht angemacht hier. Ja, das ist ja auch so gedacht, dass man hier überlisten soll. Die sind hier krass unterwegs, die Typen. Oh Mann, wie spät ist denn das jetzt? Muss man auf die Zeit achten. Ich verplemper hier so viel Zeit. Ja. Auch dafür. Oh, na also. Okay, Leute. Wunderbärchen. Mach ich den Boss jetzt noch in dieser Folge. Wie gesagt, ich muss mal auf die Zeit gucken. Ja. Ich glaube, das könnte ich machen. Versuchen zumindest. Aber erst beam ich mich jetzt zurück. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Nein. Mach da nicht wieder zu. Eine schwere Tür öffnet. Nee, die ist nach wie vor offen. War das hier alles, was wir finden konnten? Oder ist hier doch noch irgendwo ein Hidden? Eine Illusionswand. Oh Gott, da... Ich kann mich hier nicht teleportieren. Aus Gründen. Also müssen wir das anders machen. Geht er noch weiter runter? Nee. Nee, der geht nur hoch und runter. Gut, wir müssen einen toten Winkel ausnutzen. Den lasse ich mal schön in der Ecke stehen, ne? Den guten. Ach nee, hier war ja nichts. Doch, hier war was. Da ist jetzt offen. Okay, wo war der Ort der Gnade jetzt? Jetzt könnten wir uns teleportieren, ne? Nee, immer noch nicht. Also innerhalb eines Tunnels geht's generell nicht. Oh Gott, wo war denn das? Nee, da war es nicht. Da war es auch nicht. Hier war es. Nee, ich glaube nicht, dass es da runter geht. Oh je, mal sehen, was da kommt, ey. Ja. Die Frage, ob mir hier die Qualle, Moment, überhaupt was nutzt. Also, das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, ne? Bei Niall, gut, ein bisschen hat sie was gebracht, das ist nicht. Aber gut, naja, stimmt. Das ist ja hier auch noch. Droppt doch mal was Schönes, dass es sich mal lohnt, euch jetzt zu killen, ne? Oh. Ne, das ist jetzt unten. Das ist für immer unten, okay. Das ist schon vorher erschienen. Vielleicht sollte ich einfach nur durchrennen, ne? Jetzt hat wieder Heilung eingebüßt. Oh gut, an sich habe ich genug Heilung. Sag ich jetzt. Oh je, das wird was Großes. Das kann ich mir vorstellen. Wer bist du? Stinkender Grabhüter Duellant wieder. Oh Gott. Na, der ist in seiner Luxusausgabe mit seinem roten... Ey, den kann man ja backstabben. Das wusste ich nicht, dass man die backstabben kann. Kann der ihn auch Blutungen beibringen? Holla. Den kann man sehr gut backstabben übrigens. Ja, so wünsche ich mir das. Und der blutet wie Sau, das Schwein. Liegt da recht in der Annahme, dass das hier nicht der einzige Gegner ist? Bist du bald fertig? Bin schneller als du. Hab die schnellere Waffe. Da kommt der 100 pro noch einer. Nee. Gräbertalilie zweimal. Eine einfache oder wie? Eine große Gräbertalilie.
Verrottendes Grabhüter, verrotteter Grabhüter um, was sehe ich denn in seinen verrotteten Klamotten? Moment, die bringt vielleicht richtig was. Also, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Geil, Leute. Cooler Dungeon. War jetzt auch zum Glück nicht ganz so ausufernd, wie ich es erst gedacht hatte. Dann sind sie mir am liebsten, ne? Mehr scheint ja auch nicht zu sein, ne? Keine Schatztruhen oder dergleichen mehr. Aber wir haben ja alles, was wir wollten, von ihm bekommen. Wenn wir das denn wollten. Okay, der war mal wieder easy peasy. Gucken wir mal, was das Ding macht. Ne, das ist die Paritätenrüstung. Das ist das verrottete Ding. Der hat wahrscheinlich ein dicker, borstiger Umhang. Zerfressen von Scharlachfäule. Das Symbol für die Aufgabe eines unterirdischen Grabhüters. So. Ist ja stehen. Ne? Wo waren die Resistenzen? Immunität 76. Jo, dadurch wahrscheinlich, ne? Also auf jeden Fall besser als meine aktuelle Rüstung, was die Immunität angeht. Ansonsten ist das Ding natürlich überall schlechter, aber Immunität hat es, glaube ich, mit die höchsten Werte. Dachte ich mir schon, deswegen heißt das Ding ja so. Ne? Der Name kommt nicht von ungefähr. Das war das, was ich damit meinte. Aber mehr hat es hier nicht, was besser wäre. Ne? Doch, das ist noch geiler hier. Pilzkörper. Der hat doch halbwegs passable, ja, wie man es nennt, magisch gegen magisch hält. Hilft da auch ein bisschen. 102 sogar. Der Pilzkörper, wo ich das mal gefunden. Fragt mich nicht, Leute. Sieht nicht schön aus, ne? Aber bringt halt was. Das ist halt so die typische Souls Essenz. Ja, das ist natürlich meins. Auch jetzt nicht so schlecht aufgestellt, ne? 35, alle anderen sind nämlich schlechter. Also Immunität ist jetzt auch nicht so übel mit dem Teil. In einer aktuellen Rüstung bin ich eigentlich so am ausgewogensten aufgestellt. Rüstung der weißen Flamme. Gut, Leute. Wunderbar. Das hätten wir erledigt. Die Katakomben haben wir gefunden und dank der netten Nachrichten auch. Vielleicht sollte ich die auch nochmal positiv hervorheben in meinen Memoiren. Nein. Natürlich bewerten. Aber an der Stelle mache ich dann erstmal Schluss hier. Okay, hier ist auch noch eine unterirdische Gruft. Ja, komm, hier können wir auch gleich nochmal positiv werten, applaudieren. Ja, alle Nachrichten, die damit sind. Das erscheint derselbe auch. Na gut, besser hätte das nicht machen können. Unterirdische Gruft, ja. Na, so preisen wir das mal. Schade, dass man es nicht sieht, ob es positiv bewertet wurde oder negativ, ne? Gut, aber an der Stelle möchte ich denn die Folge erstmal beenden. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Chuck, lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, ist ja das ein Like. Genau da, bis dann.